Kevin, siehst du nicht, dass ich arbeite? Was ist los? Hast du Bock auf Sommersonne-Festival? Na klar, aber wie sollen wir da jetzt hinkommen? Ich hab was gegoogelt. Zieh mal an meinem Finger. Bist du blöd? Wow! What the fuck? Das muss Ungarn sein. Wie hast du das denn gemacht? Das verrate ich ungern. Was ich euch aber verrate ist, dass wir Schwulissimo international sind und aufs Siget Festival gehen und wir geben euch einen kleinen wunderbaren Einblick und nehmen euch einfach mal mit. Also bleibt dabei. Und jetzt gehen wir einfach los, ne? Ja. Ciao. Second one into your. Close your fingers. Hold it like this. I count to three, and when I say three, we hit the table a bit. Okay? Let's see. One, two, three. And if it works, you believe it or not, my hands are empty, but you can see you have two balls in your hand. What the fuck? And we came all the way from Seattle, Washington, to have a party with you guys tonight. Organisiert für die ist lustig, organisiert für die ist schön. Tag 2 hier auf dem Siget Festival und wir nehmen euch mit auf eine wunderschöne idyllische Bootstour. Eigentlich ist es eine Party und wir ziehen uns jetzt mal rein, wie die Stimmung hier ist. So, nach der krassen Partyboot-Tour haben wir uns ein bisschen Abwechslung gewünscht und haben euch entscheiden lassen. Und ihr habt auf Instagram abgestimmt für die Turnaround Boys. Und die gucken wir uns jetzt hier an. Ab dreht's. Tag 3 auf dem Siget Festival und der Schlafmangel macht sich wirklich bemerkbar, aber auch dafür das Siget Festival Abhilfe mit dem Sleepy Beauty Project
Und ob das schnarch langweilig ist oder traumhaft schön, das finden wir jetzt heraus. Ausgeruht. Ja, schon. Es war sehr meditativ. Muss man erstmal verarbeiten. Bist du down, ne? Schön. Ja, ich bin an meinem anderen Ort. Aber es war gut. Aber geschlafen habe ich nicht, aber über Dinge nachgedacht. Ich bin jetzt sehr esoterisch.
Der vierte und für uns letzte Tag auf dem Sigurd Festival ist angebrochen und gerade wurde eine Hitzewelle ausgerufen. Aber wir trotzen für euch diesen heißen Temperaturen, denn wir haben noch viel auf dem Zettel. Unter anderem schauen wir uns die Artzone an. Wir haben noch Challenges aus der Redaktion, da bin ich sehr gespannt. Und vielleicht heirate ich diesen süßen Kameramann. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Aber bevor alles losgeht, muss ich erstmal ein bisschen entspannen hier im VIP-Bereich. Sigurd! Moin und hallo hier vom Sigurd Festival. Hier haben wir nochmal was ganz Besonderes für euch und zwar Challenges von der Redaktion. Und ich hoffe, wir haben eine nette Redaktion. Das finden wir jetzt auch raus und ich ziehe die erste Challenge und ich mache sie auf und ich hoffe, ich kann es überhaupt lesen. Die erste Challenge ist, finde auf dem Festival einen Teilnehmer mit dem Vornamen Benjamin. Okay, das heißt, ich werde jetzt ein paar Leute fragen, wie sie heißen und mal schauen, ob das klappt. Kommt einfach mal mit. Okay, Benjamin, okay, right. Okay, Benjamin. So, okay. Benjamin, who looks like a Benjamin? I asked this guy. Wait a minute. Sorry, excuse me? Yeah. Please tell me your name is Benjamin. Benjamin. Your name is Benjamin? Yeah. Except, perfect. I found a guy, give me a guy. Thank you. So, nach diesem heißen Auftritt von André bin ich jetzt wieder dran mit der Challenge und ich hoffe, da ist etwas dabei, was man wirklich in die Tat umsetzen kann, liebe Redaktion. Und zwar habe ich hier, sammle 5 Umarmungen und 3 High Fives. Okay. Euer Ernst? 5 Umarmungen, 3 High Fives. Das kriege ich hin. Oh mein Gott. Du zählst mit. Ja. Okay, alles klar. Oh. Eins, wie viel waren das? 5 Umarmungen, ne? 5 Umarmungen. Eine haben wir. Oh, man, give me a hug. High five. Oh. 2. So, ja, Mädels. High five, come on, don't let me hang. Woo, woo, 2, 3. Das waren alle 3. Woo. 4, so viel brauche ich gar nicht. Wie viel? Ich brauche noch 3 Umarmungen, ne? Ja,
Noch drei Umarmung. Okay. Der telefoniert. Dude, give me a hug. Give me a hug. Oh, give me some love. Oh, I needed that. Thank you, man. Okay, zwei noch. Give me a hug, man. Oh, it's okay, man. Have a good time. Okay. Give me a hug, man. Oh, have a good time. And a nice drink. Bye. So, das war easy. Cute. Der war echt cute. So, 5 Umarmungen, 3 High Fives. Easy. Jetzt bist du dran wieder. Okay. So, die letzte Runde ist jetzt für mich geschlagen und ich hoffe, das ist auch etwas, was ich machen kann. Kevin hat ja gerade eine easy Aufgabe gehabt. Oh, kaputt. Suche einen Typen auf dem Festival und sag ihm, dass er verdammt gut aussieht. Ja, das ist ja okay, cool. Bitch, I'm in. Ist ja egal, welchen Typen, ne? Irgendeinen. Ja, noch einfacher als mal. Gott sei Dank. Okay, dann suchen wir mal einen gut aussehenden Typen. Gott, dann noch auf, wie sagt man das auf Englisch? Oh mein Gott, you look so beautiful. Okay, ich kann dir überzeugend sein. Acting is everything, ne? Okay. Eigentlich fliegen mir die Jungs ja schon eigentlich entgegen. Das ist eigentlich so schwer. Ich bleibe einfach hier stehen und nehme den nächsten Typen, der jetzt, würde ich sagen, gleich auf mich zukommt, oder? Ja. Okay. Oh, wait. No, he is drunk. She is drunk too. I will prescribe. And we have to search for a cigarette store, okay? Can I tell you something? Yeah. You look so gorgeous. You look beautiful yourself. Oh my God, you look so beautiful. You look beautiful yourself. What is your name? Daniel, mate. What's your name? My name is Andre. Andre, love to meet you, mate. Can you have a smile here in the camera, please? He's a gorgeous guy. Thank okay, you. Man. Have a good night, eh? Have enjoy your day. You're so gorgeous. Thank you. I love your dress, girl. I love your suit. Can we take a photo? Of course. I love this style. Woo. Thanks. Enjoy your night. Yeah. I love the freedom. Oh, me too. Challenge geschafft. So. Das Sigurd Festival geht zu Ende. Ich und mein Kameramann, wir sind extrem erschöpft, aber auch extrem glücklich. Wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht, konnten sehr viel mitnehmen. Ich zum Beispiel einen neuen Ehemann. Sehr schön. Und ich finde es einfach super, dass es solche Festivals gibt. Sowas sollte es viel mehr geben. Man bekommt mehr Einblicke in zum Beispiel Behinderten-Issues, in viele andere Issues, LGBT-Issues. Und es geht nicht nur um die Musik, sondern um Kreativität, um die Menschen, um den Vibe. Und es war sehr schön. Danke, Sigurd. Danke, Schwulissimo. Und wir sehen uns next time. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst uns doch unbedingt einen Daumen hoch da. Und falls ihr schon mal am Festival wart oder allgemein, wie ihr dieses Video fandet, dann kommentiert doch mal unten gerne in die Kommentare. Und nicht vergessen ist natürlich, die Glocke zu abonnieren, denn es werden weitere Videos folgen. Und so werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn Schwulissimo ein neues Video hochgeladen hat.